Ihr schaut Pop 10 Live vom SWR Music Kids Finale. Neben mir stehen die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, noch ist Zeit. Vielen, vielen, vielen Dank. Eure Fans sind ganz, ganz großartig. Das konntet ihr jetzt gerade im Fernsehen nicht sehen, aber gerade eben standen viele, viele Fans nebeneinander auf der Bühne, haben die Bühne quasi gekapert, haben das T-Shirt hochgezogen und noch ist Zeit stand auf ihren Bauch geschrieben. Das geht ans Herz, ne? Du hast Tränen im Auge. Es ist gerade unbeschreiblich, die Situation. Also ich glaube, realisieren tue ich das erst alles morgen. Es ist einfach nur der Wahnsinn gerade. Eure Fans sind ja nun sehr liebreizend. Es war nicht genügend, um den Publikumspreis zu knacken. War das, als ihr gehört habt, vielleicht In My Days haben gewonnen, erstmal so, ui, pff, jetzt haben wir nur noch eine Chance? Also In My Days waren sowieso eine unserer Favoriten gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin noch so total durcheinander. Ja, am besten Conny. Du hast ja als erster geweint oben auf der Bühne. Ist das jetzt kacke, dass ich das verraten habe? Bricht jetzt irgendwie dein Ruf als harter Kerl irgendwie zusammen? Nein, ich bin ganz lieber, ich habe keinen. Nein, nein, nein. Wie lange habt ihr an eurer Show gearbeitet? Ich meine, da waren richtig gute Ideen dabei. Also zum Ersten, du fängst alleine an auf der Bühne, dann fängt die Band an zu spielen, also du stellst die Band vor. Gab es so Momente, wo ihr gesagt habt, also wie seid ihr rangegangen? Also wir haben angefangen, klein, es hat sich alles nacheinander aufgebaut und wir haben gute Leute drin, wir haben viele Ideen und das kommt einfach. Und entweder ist es gut, dann wird es gemacht, oder ist es schlecht, dann wird es gemacht. Was ist das Schlechte, was ihr gemacht habt? Ich denke mal gar nichts, wir haben ja gewonnen, also muss alles richtig gewesen sein. Kleines Zitat, wir hatten keine Chance, aber die haben wir so ordentlich genutzt. Nun hat ja Jury-Sprecher Stefan Michmel gerade eben auf der Bühne gesagt, dass ihr eine der Bands oder quasi die Band seid, die sich am meisten weiterentwickelt hat. Sagt ihr da, ja, das stimmt? Ich denke schon, ja. Wenn man sich die Ausschnitte vorhin vom Vorausscheid, vom zweiten angeguckt hat und jetzt das heute gesehen hat. Also wir haben viele Bands, viele Leute sagen hören, also ich hätte nicht gedacht, dass es dieselbe Band ist, die im zweiten Vorausscheid da auf der Bühne stand. Ganz kurz noch, was habt ihr denn geändert? Was war denn dieser Kritikpunkt der Jury anfänglich beim Vorentscheid? Das waren so viele Punkte, die sie uns halt mit auf den Weg gegeben haben, wo man dann halt anfängt drüber nachzudenken. Und so dieses Ganze, es gab ja dann diese riesengroße Diskussion über uns im Blog. Den haben wir natürlich mit Spannung verfolgt und waren eigentlich auch dankbar, dass die Leute alle über uns gesprochen haben, ob nun positiv oder negativ. Und das hat halt nochmal zusätzlich gepusht, halt wirklich so drüber nachzudenken, wo wollen wir hin, weil was ist so der Weg, den wir gehen wollen, was ist die Musik, die wir machen wollen, und daran haben wir halt Stück für Stück gearbeitet und ich denke, wir haben das ganz gut umgesetzt. Und das in ganz wenigen Wochen, das ist ja nochmal preisverdächtig. Also, noch ist Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Titel, ihr könnt ins Studio gehen, könnt aufnehmen. Was wird das allererste sein, was ihr morgen macht, nachdem ihr aufgestanden seid? Ihr steht morgen nicht auf, ihr bleibt im Bett liegen. Nicht hin. Okay, was macht ihr morgen früh um 8, wenn wir euch aus der Factory kehren? Ja, theoretischerweise ist sonntags immer Probe, aber ich glaube, das muss jetzt zum ersten Mal seit einem halben Jahr dann doch ausfallen. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Probe morgen doch wegfällt, morgen Vormittag. Also werden wir wahrscheinlich noch bis in die Abendstunden nächsten Tag feiern oder so. Mal gucken. Wir haben noch eine Torte bekommen, stimmt. Wir haben vorhin eine Torte bekommen, wo drauf steht, noch ist Zeit. Für uns seid ihr die Besten mit unserem Foto drauf und die wird jetzt auch erstmal gegessen. Das werden wir euch leider nicht mehr zeigen können. An dieser Stelle ist fast Schluss. Ganz am Ende dieser Sendung bleibt nur der Jury-Kommentar von Pop 10 Moderatorin Bettina Ballhause. Das zeigen wir euch jetzt. Und die schönsten Bilder des Abends gibt es oben drauf. Pop 10 Live sagt für ein Jahr lang auf Wiedersehen zur Factory, zumindest wenn es um die SWR Music Kids geht. Noch ist Zeit haben gewonnen und das zu Recht beim 10. Jubiläum. Viel Spaß euch. Tschüss.